Wie wird man eigentlich reich und wie baut man ein Vermögen auf und wird finanziell frei? Genau das waren meine Fragen vor knapp 14 Jahren. Und heute teile ich mit dir meine besten persönlichen Tipps, die mir als Anfänger dabei geholfen haben, einen guten Überblick zu verschaffen, um ein Vermögen aufzubauen. Und hier unten in der Infobox ist eine PDF, die du jetzt downloaden kannst, wo alle Tipps nochmal für dich zusammengefasst sind, die du durcharbeiten kannst. Als ich damals begann, hatte ich ein riesiges Problem, denn mir wurde in der Jugend immer erzählt, um reich zu werden, brauchst du schon Geld. Doch, worauf es ankommt, ist nicht dein Geld zuerst, sondern dein Wissenskapital und dein Know-how. Verstehe, dass das A und O ist. Lerne zu recherchieren, zu studieren und tu all das, was in deiner Macht steht, um ein klares Verständnis aufzubauen. Baue Know-how auf. Und dann investiere am besten nur in das, was du auch wirklich verstehst. Stell dir die Frage, verstehe ich das Geschäftsmodell? Verstehe ich das Instrument bzw. den Prozess, mit dem ich investiere? In unserem Fall also durch eine der Wealthy Four. Kannst du dich an das Video 5 Millionen im Keller erinnern? Da bin ich auf die Wealthy Four eingegangen. Und das ist, wie auch du langfristig dein privates Portfolio aufbauen kannst. Am Anfang von dem Video 5 Millionen im Keller habe ich von den vier Bereichen gesprochen, auf die wir uns konzentrieren, um unseren Wohlstand aufzubauen. Wir konzentrieren uns A auf Unternehmensbeteiligung, B auf den Kauf von Hard Assets, wie zum Beispiel Rohstoffe, Kunstwerke und Co., auf den Aktienhandel und auf Immobilien. Mein Mentor hatte mir mal fast vor einem Jahrzehnt oder sowas beigebracht, wenn ich jemals finanzielle Freiheit durch den aufgebauten Wohlstand erreichen will, dann soll ich das Ganze wie ein langfristiges Spiel ansehen. Ich soll keinen Medientrends hinterherrennen. Trends können jedoch ein sehr guter Indikator sein. Ein Indikator oder ein Hinweis dafür, dass man sich so schnell wie es geht in das Thema reinfuchst. Doch die Grundlage für den langfristigen Wohlstand baue ich durch die Wealthy Four auf. Und das empfehle ich auch meinen Neffen, meiner Nichte, all meinen Nichten und auch dir. Der nächste Punkt sind die Spekulation und die Investition. Lerne den Unterschied zwischen Spekulieren und Investieren kennen. Beim Spekulieren geht es eher grob gesagt darum, so schnell und so viel es geht zu gewinnen, während man das hohe Risiko und die reale Gefahr, das Geld zu verlieren, auch in Kauf nimmt. Man hofft auf Sieg, bevor der Verlust eintreten kann. Beim richtigen Investieren jedoch geht es eher darum, so schnell und so viel es geht vom Risiko zu minimieren, während man durch Know-how, durch Skills und durch das eingesetzte Geld Chancen maximiert. Falls sich das für dich als eventuell noch absoluter Anfänger etwas kompliziert anhören mag, keine Sorge, hier unterhalb dieses Videos eine PDF, in der nochmal alles beschrieben worden ist. Nummer 3 ist das Game. Sehe das alles als eine Art Spiel an und committe dich dazu. Ich weiß, es hört sich eventuell für den einen oder anderen total verrückt an. An Themen wie Vermögensaufbau, Cashflow, Reichtum und generell bei dem Thema Geld das Ganze als eine Art Spiel zu sehen. Ganz besonders, weil unsere Erziehung uns vorschreibt, dieses Thema als etwas Ernstes oder sogar als etwas richtig Böses oder Schmerzhaftes zu betrachten. Etwas, über das man nicht redet. Und vor allem, wenn dann auch so viele Menschen weltweit unter Armut leiden. Und vertrau mir, ich fühle mit wie verrückt. Ich selbst komme aus der Unterschicht Deutschlands und bin in einer der sozialen Brennpunktbezirke Berlins aufgewachsen. Wir hatten oft nichts zu essen gehabt, die Miete konnten wir kaum zahlen und am Ende wurden wir sogar aus unserer eigenen kleinen Pisswohnung rausgeschmissen. Und mit unserer Non-Profit-Organisation Garden Eden ist unser Hauptthema sogar, Kinderarmut entgegenzuwirken. Ich habe tatsächliches Leid gesehen. Viel Leid und viel, viel Armut. Doch genau dieser Tipp war deswegen für mich so entscheidend. Der Tipp, Geld und Vermögensaufbau als eine Art Spiel zu sehen und mich dadurch negativ emotional geladenem Stress zu entkoppeln und mich davon zu lösen, was mir dann die Chance gegeben hat, wirklich etwas für meine Familie, für so viele Kinder draußen und für mich selbst zu verändern. Und genau deswegen gebe ich dir den Tipp. Verändere den Status quo und wechsle einfach die Perspektive und du wirst Möglichkeiten erkennen, die du vorher noch nie wahrgenommen hast. Sehe das Ganze wie eine Art Spiel. Verpflichte dich und committe dich mitzuspielen. Lerne die Regeln kennen. Lege Geld zur Seite und verpflichte dich zu investieren und ein guter Gamer zu werden. Das Ziel, ein Investmentprofi. Das Geld soll für dich arbeiten und nicht umgekehrt. Punkt Nummer 4, Budgeting. Du willst Geld sparen und zur Seite legen, damit du es investieren und nutzen kannst. Denn das ist deine Eintrittskarte für genau dieses Spiel. Das Spiel des Geldes. Ich selbst habe dazu ein Investmentkonto, das ich in 3 Budgettöpfe aufteile, die ihrem eigenen Investmentzweck folgen. Der erste gilt relativ sicheren Investments und diese liegen gründlicher Recherche zugrunde. Der zweite Budgettopf gilt strategisch kontrollierten Investments. Hier investiere ich selbst nur, wenn ich mit Geld reingehen kann und es mit strategischem Mehrwert in Form von Wissen, meinen erlernten Skills oder meinem persönlichen Netzwerk mit reinbringen kann, um den Wert meines eigenen Geldes, zu steigern. Und hier konzentriere ich mich nur auf Bereiche, in denen ich eine Expertise habe, mich auskenne und sagen wir mal einen unfairen Wettbewerbsvorteil bieten kann im Markt. In meinem Fall sind das online basierte Companies, denen ich mit meinem
einem Netzwerk an Powerplayern und Celebrities zur Seite stehen kann und somit als Angel-Investor bzw. stiller Beteiligter mitverdiene. Der dritte Budget-Top geht Spekulation. Spekulation, deren Entwicklung ich zumindest glaube, gut einschätzen zu können. Oder wo ich im Windschatten von mir bekannten Investment-Profis mit investieren kann. So bin ich relativ früh in Sachen wie Bitcoin mit eingestiegen oder habe relativ früh Tesla-Aktien kaufen können oder habe eben diesen Golddeal gefunden. Aber nur weil ich bereits ein Budget da hatte, mit dem ich bereit war, ins höhere Risiko zu gehen, falls die besagten Parameter wirklich bestehen. Sprich Investmentprofis aus meinem Freundeskreis, die bereits schon mit eingestiegen sind. Der nächste Punkt, die Reichtumsformel. Rechne dich arm und mach dich reich. Mir wurde einmal ein Kontenmodell beigebracht, das ich vor knapp 10 Jahren anfing einzurichten. Bei diesem Kontenmodell gibt es 7 Konten, auf die ich all meine Einnahmen aufteile. Hierbei müssen es übrigens keine richtigen Bankkonten sein, ich bezeichne sie nur so. Bei diesem Kontenmodell gibt es 7 Konten, die zweckgebunden genutzt werden. Und zwei dieser Konten sollen dich reich und vor allen Dingen wohlhabend machen. Das erste von beiden ist ein Investmentkonto. Und genau mit diesem Konto arbeitest du, um aus dem eingezahlten Geld eben mehr zu machen. Das sollten in der Regel 10% von deinen Nettoeinnahmen sein. Und es ist niemals, ich wiederhole, niemals für den Konsum oder für allgemeine Ausgaben gedacht. Nur für Investments. Und ein Investment ist nicht der Fernseher, es ist nicht das Eigenheim, auch nicht das Auto, sondern nur Dinge, die wieder Geld zurück in die Kasse spielen. Der Rest sind Ausgaben. Schöne Ausgaben. Jedoch Ausgaben und keine Investments. Das zweite Konto ist zuständig für den ewigen Wohlstand, wenn ich das so mal behaupten darf. Dieses Konto nenne ich das Generational Konto, das Generationskonto. Dieses Geld soll über Generationen weg wie eine Art Erbe für deine Familie aufgebaut werden. Denn nicht das Geld, was du ausgibst, macht dich wohlhabend, sondern das Geld, welches du behalten kannst. Ich hatte mich immer gefragt, warum diese beiden Konten so wichtig seien. Die Antwort, auf die ich gekommen bin, ist relativ einfach. Ideen, Möglichkeiten und Geld gehen in der Regel dorthin, wo bereits Geld ist. Deswegen werden Menschen, die Geld haben oder investieren, denen wird die meisten Deals gebracht und darunter sind eben auch richtige Super-Deals zu finden. Praktisch wird denen dadurch immer mehr Geld auf den Silbertablett serviert. Wenn du möchtest, dass ich einmal auf das komplette Kontenmodell hier auf meinem Channel näher eingehe, dann like dieses Video und schreibe ihm unterhalb dieses Videos einfach mit dem Hashtag Cashflow einen Kommentar. Der nächste Punkt wird ein sehr interessanter. Das ist nämlich der Realitätscheck. Bevor ich mich beraten lasse, checke ich ab, ob die Person, die mich beraten will, selbst erfolgreich ist, beziehungsweise selbst Erfolg erzielt hat in diesem Bereich oder ob das alles nur Erfolg in der Theorie ist. Hier ziehe ich Street Smartness und reale Erfahrungen vor Book Smartness und bloße Theorie. Meine Freunde von früher, ich habe sie alle lieb, aber nur die wenigsten brauchen mich im Thema Investments beraten. Mein Steuerberater, mein Bankberater und sogar meine Anwälte sind spitze, ganz krasse Leute. Aber in Sachen Marketing, Branding, Verkauf, Unternehmensaufbau, Produktentwicklung oder Online-Marketing oder Investments brauchen sie mich alle nicht beraten. Sondern sie können mir lediglich ihre Meinung sagen oder vielleicht, was noch besser ist, mir berichten, wie andere erfolgreiche Unternehmer es getan haben, die sie als Klienten haben. Und dann freue ich mich sehr, dass sie mich vielleicht mit dieser in Verbindung setzen. Street Smartness vor Book Smartness. Das ist der Realitätscheck. Denn fast jeder hat eine Meinung und fast jeder glaubt, dass seine Meinung die richtige ist. Du wirst relativ schnell merken, dass sobald du genug Geld hast zum Anlegen und zum Investieren hast, wirst du auf einen Haufen wohlgemeinter Experten treffen. Plötzlich gibt es so viele Experten, die meinen, dass ihr Tipp und ihre Strategie die heißeste ist. Ist es Street Smart, frage ich mich. Ist es Book Smart, No Smart oder Low Art? Lass mich erklären. Street Smart ist für mich jemand, der erfolgreiche Erfahrungswerte hat. Also jemand, der seine Tipps auf systematisch gesammelten Daten aus der eigenen Erfahrung stützt, die als, sagen wir mal, als Grundlage für Entscheidungen herangezogen werden können. Ich meine, würdest du dir von einem sogenannten Fitnesstrainer mit einem Fitnesstrainerschein, der auf seinen 1,85 Meter verteilt 125 Kilo wiegt, fettleibig ist, würdest du dir von so jemandem Ratschläge geben lassen? Nur weil er durch den Schein den Beweis vorzulegen hat, dass er in der Theorie weiß, wovon er spricht. Also das ist Booksmart. Oder würdest du dich lieber von einem richtigen Athleten beraten lassen, der auf vielleicht 1,85 Meter verteilt, 95 Kilo wiegt, ein Sixpack und einen 45er Bizeps hat und durchtrainiert ist und dadurch seine Erfolge aufweisen kann? Eher vom Zweiten, oder? Genau das will ich auch machen. Denn genau das ist Street Smart. Ob er einen Fitnesstrainerschein hat oder Book, beziehungsweise Booksmart ist oder nicht,
ist für mich dann eher zweitrangig, da seine Ergebnisse völlig für sich sprechen. Ich würde mich aber vom ersten beraten lassen, wenn ich sehen kann, dass er andere fitte Körper produziert wie am Fließband. Ein Beispiel dazu ist der damalige jamaikanische Trainer von Usain Bolt, der nicht nur den Olympia-Weltrekordhalter Usain Bolt, sondern auch die Goldmedaillengewinner Asafa Paul und John Blake trainierte. Die Erfolge seiner Trainees sprechen komplett für sich. Auch wenn er selbst übergewichtig und nicht gerade der Fitteste zu sein scheint. Denn das ist Street Smart in Kombination mit Book Smart. Die Ergebnisse, die stimmen. Und genauso sehe ich es auch in der Investment- und Businesswelt. Wie soll mir ein Journalist, der auch wenn er für ein bekanntes Business-Magazin schreibt, Investment-Tipps und Unternehmertipps geben? Wenn ich in einem persönlichen Gespräch vielleicht sogar feststelle, dass er selbst keine erfolgreiche Unternehmensbeteiligung oder irgendwelche Aktien besitzt. Studien, Leute, sind wir ganz ehrlich, Studien kann jeder zitieren. Besonders, wenn du lange in der Uni gesessen hast. Denn das ist Booksmart, aber nicht unbedingt Streetsmart. Wenn ich mir also Tipps zum Thema Geld- bzw. Vermögensaufbau hole, dann hole ich sie mir nicht von einem Journalisten oder von einem Bankberater, sondern ich hole sie mir lieber von jemandem, der selbst etwas aufgebaut hat, anstatt von jemandem, der nur darüber spricht. Und nichts gegen Bankberater oder einen Journalisten. Wenn er erfolgreich im Unternehmertum ist, wenn die Person erfolgreich einen Wohlstand aufgebaut hat, dann schon. Natürlich will ich damit nicht sagen, dass ein Zahnarzt selbst Zahnprobleme gehabt haben muss, um ein Problem zu verstehen und um mich wirklich heilen zu können. Jedoch höre ich bei solchen praktischen Dingen des Alltags, wie Geld verdienen, richtiges Investieren und so weiter, lieber auf jemanden, der praktische Erfahrungen hat und vor allem auch leidet, wenn er falsch liegt. Kennt ihr die Aussage? Das ist in den USA zwar bekannt, Leute an der Wall Street fahren mit dem Bentley vor, um sich von Leuten beraten zu lassen, die selbst nur mit der U-Bahn gekommen sind. Kennt ihr das? Beispiel dazu. Wusstest du, dass die meisten Aktienoptionen für Manager so aufgebaut sind, dass es immer so eine Art Best-Case-Szenario bzw. ein Best-Case für sie ist? Im Notfall verlieren die gar nichts. Und genau von denen würde ich mich nur in letzter Instanz beraten lassen. So, was meine ich mit Low Art? Low Art solltest du dich fragen bei Leuten, die ebenfalls investieren, schon lange investieren, aber wenn du zurückblickst auf deren Leben, die haben noch nie wirklich langfristigen Erfolg gehabt. Und du schaust es dir an und du kannst dich fragen, ist das Kunst oder kann das weg? Das nenne ich Low Art. Und dann gibt es Leute, die sind No Smart. Das soll keine Beleidigung sein, aber das sind Leute oft, die selber noch nie investiert haben, noch nie irgendwas erfolgreich aufgebaut haben, aber eine Meinung haben. Aber wissen, was du mit deinem Geld tun sollst. Die geben dir plötzlich Tipps, stehen dir zur Seite und sagen dir, was richtig und falsch ist, aber haben selbst noch nie irgendwas in die Richtung gemacht. Und wenn es um mein Geld geht, dann frage ich eher jemanden, der street smart ist und Erfahrungswerte hat und Erfolge innerhalb dieser Erfahrungswerte, auf denen ich aufbauen kann. Jemand, der durch sein Know-how und seine Skills Erfolge und adäquate Erfahrungen aufgebaut hat, von denen ich am Ende profitieren kann. Und nicht von den ganzen wohlmeinenden Experten, Halbwissenden und Theoretikern. Als ich damals in Bitcoin investiert oder Tesla-Aktien kaufte, muss ich selbst zugeben, ich hatte beides nicht wirklich auf dem Schirm, weil ich voll fokussiert war auf meine eigenen Geschäfte, auf meine Familie und meine persönliche Weiterentwicklung. Aber zum Glück habe ich einen sehr guten Kumpel und Geschäftspartner, der Street Smart und der ein gerissener Investor ist. Und der gab mir damals den Hinweis, dass ich mir zu dem von ihm angegebenen Zeitpunkt diese Möglichkeiten ansehen sollte und etwas Geld in die Hand nehmen sollte zum Investieren. Doch es waren Geschäftsmöglichkeiten, in denen er auch selbst investiert war und nicht nur von der Theorie erzählte, was er irgendwie gehört hat und glaubt, was das Richtige ist. Also merkt ihr, Street Smartness vor allem anderen. Ist es Street Smart? Ist es Book Smart? Ist es Low Art oder No Smart? In den nächsten Wochen werde ich vermehrt auf diese vier Formen der Business- und Finanzintelligenz, wenn wir das so bezeichnen wollen, mal eingehen. Punkt Nummer 7, Emotion und Intelligenz. Es gibt einen Spruch in den USA, der besagt, when the emotions go up, intelligence drop. Wir alle bringen als Menschen zwei grundlegende Probleme mit uns, die uns das gesamte Spiel nun mal erschweren. Das erste Problem ist unsere Angst und unser Zögern. Und das zweite unsere Gier und unsere Ungeduld. Denn das Problem an der Sache ist, dass man sich die Deals mit puren Emotionen anschaut, anstatt uns die Deals durch die Brille der Intelligenz betrachten. Und Intelligenz kommt durchs Lernen und durchs Studieren. Wie das Wort schon im Lateinischen sagt, intelligere, dazwischen lesen. Befasse dich mit der Thematik. Das Spiel der Investments ist ein Spiel der Strategie und für die richtige Strategie brauchst du und ich genug Informationen. Das Zögern und die Angst kommen vom Nichterkennen, weil man sich den Deal nicht mit den richtigen und nötigen Informationen ansieht, sondern nur durch die Brille
billiger Meinungen. Die Gier und die Ungeduld, die erkennt man oft daran, dass man versucht, mit nur einem Streich so reich wie möglich zu werden. Und es ist weg. Anstatt bereit zu sein, seinen Wohlstand Schritt für Schritt durch intelligent gesetzte Aktionen und durch gut durchdachte Entscheidungen langfristig aufzubauen. Der nächste Punkt ist einer meiner Lieblingspunkte, die Power des Netzwerks. Andere Powerplayer bei guten Deals mit einzubeziehen, die dich dann ebenfalls an anderen lukrativen Deals beteiligen, das ist eine der smartesten Dinge, die du machen kannst. Hier werdet ihr hoffentlich auch irgendwann erkennen, dass hier der größte Hebel und das absolute Investorengeheimnis liegt. Die Power des Netzwerks. Den nächsten Punkt nenne ich das Meer und seine Flüsse. Kaufe mit deinem Geld Vermögenswerte und bilde dadurch residuale und passive Einkommensquellen. Dies bedeutet, dass du die Disziplin entwickelst, dein hart verdientes Geld für Vermögenswerte auszugeben, die für dich mehr Geld einbringen, anstatt für irgendwas anderes. Stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, dass dein gesamtes Geld das Meer repräsentiert. Aus diesem Meer fließen ganz, ganz viele Flüsse, die mit diesem Meer verbunden sind und ihren eigenen Weg nehmen. Diese Flüsse kommen aus dem Meer, doch haben ihren eigenen, ganz individuellen Weg und ihre ganz eigene Erfahrung durch die unterschiedlichsten Orte der Welt. Diese Orte repräsentieren deine Erfahrungen, deine Erlebnisse und deine Wünsche. Die Flüsse, die zu diesen Orten führen, sind deine residualen und passiven Einkommensquellen. Das Ziel ist, dass dein Lifestyle und all deine Ausgaben nur noch durch deine Flüsse, deine Zinsen, deine Renditen und deine passiven Einkommensquellen gezahlt werden. Das Meer bleibt unbewegt. Denn die Flüsse führen dich an deine gewünschten Orte. Ich gebe zu, dass vor allem am Anfang es sehr viel Disziplin und die richtigen Entscheidungen erfordert, in Kombination mit einer Menge richtiger Informationen, Skills und dem richtigen Netzwerk. Doch wenn wir schon nach den Sternen greifen, warum sollten wir uns dann nicht auch dieses Ziel für uns nehmen? Finanzielle Freiheit durch einen Haufen Flüsse, die Bewegung in unser Leben bringen und nie versiegen, weil das Meer, unsere Hauptquelle, diese Vermögenswerte ständig weiterführt. So, der nächste Punkt, der ist sehr spannend, den nenne ich die eigenverhängte Luxussteuer. Jemand sagte mal zu mir, schau die Länder an. Reich ist der, der Steuern eintreibt. Also warum sollten wir nicht anfangen, uns selbst Steuern zu verhängen? Was machst du, wenn du Steuern hast? Was du machst, ist, versuchst deine Steuerlast zu senken, indem du Investment tätigst, die dir dann helfen, dein Geld smart für dich arbeiten zu lassen. Richtig? Und genau das Gleiche solltest du mit dir tun. Wenn du also Geld bekommst, bist du dein eigener Steuerantreiber. Und du solltest für dich System entwickeln. Das heißt, anstatt dass du sagst, ich kaufe mir eine Uhr, ein Haus, ein Auto, irgendwas Luxuriöses, da mache ich Folgendes, was du vielleicht für dich auch umsetzen kannst. Dieses Geld, wenn ich beispielsweise eine Uhr kaufen möchte, dann werde ich niemals die Uhr direkt kaufen, sondern was ich machen werde, ich schaue mir eine der Wealthy 4 an und investiere in etwas, das mir dann vielleicht nach Monaten, Jahren passive Einkommensquellen bringt. Und aus diesen Quellen, aus diesen passiven Einnahmen, habe ich dann die Erlaubnis, eine Uhr zu leisten. Das heißt also, wenn ich meinetwegen, ich hatte jetzt diesen Fall mit einer meiner Sportler, der schaut sich meine Uhren, der steht total auf meine Uhrensammlung und dann sagt er, hey, warum kaufst du dir keine Richard Mill? Ich sagte, eine Richard Mill? Ich habe das Geld dazu nicht. Er sagte, du hast das Geld dafür nicht? Ich sagte, das ist gerade nicht im Budget. Er meinte, na klar hast du das doch. Ich meinte, nein, dieses Geld arbeitet. Das heißt, wenn ich das Geld in ein Unternehmen stecke, das jetzt mehr Geld für mich erwirtschaftet, kann ich über diese Dividendenausschüttungen anfangen, mir die luxuriösen Dinge des Lebens zu leisten, wenn ich mag. Das erfordert von mir eine Menge Disziplin, weil ich dadurch weiß, ich kaufe mit meinem Geld keinen Schnickschnack, nur aus passiven Einkommensquellen. Das ist die eigenverhängte Luxussteuer. So, das war's mit dem Warm-Up. Die ersten 10 Punkte sind durch. Damit dieses Video nicht zu lange wird, werde ich die nächsten 6 Punkte mit dir im nächsten Video teilen. Wenn dir dieses Video bis hierhin gefallen hat, hinterlass mir ein Like und vor allen Dingen subscribe diesen Channel und lass mir unten in den Kommentaren wissen, welcher der ersten 10 Punkte dir am meisten gefallen hat und warum. Mit welchen der Punkte kannst du dich am meisten identifizieren? Welche Punkte waren neu? Und welche Punkte würdest du noch dazu tun? Ich freue mich bis zum nächsten Video, wenn ich mit dir die nächsten 6 Punkte teilen kann. Bis dorthin, immer denken, stärker kommt von innen und lasst uns finanziell frei werden.